Moin Moin Leute, wir begrüßen euch zu einem neuen YouTube-Video. Heute stellen wir euch unsere Erfahrungen, Tipps, Tricks für den ersten Marathon vor, was man so beachten muss, worauf achtet man. Als ersten Tipp haben wir, dass man auf jeden Fall einen Trainingsplan braucht. Dazu gibt es massenhaft Trainingspläne im Internet, ob für Anfänger, für Fortgeschrittene, man findet da eigentlich alles drauf. Genau, greife ich mal das Punkt mit dem Trainingsplan direkt auf. Die umfassen in der Regel 12 bis 16 Wochen, je nachdem, wo man jetzt so guckt. Und damit inbegriffen ist die letzten 2 bis 3 Wochen immer eine Taper-Phase. Taper-Phase heißt nichts anderes, als dass die Umfänge runtergefahren werden, die Intensität geht runter. Man ernährt sich gut, viel kohlenhydrathaltig, also viel Nudeln, viel Reis, sodass man dann auch wirklich voll motiviert, topfit am Start steht. Man achtet nochmal mehr auf Regeneration, wie Black Wool, wie Massage Gun, sonstigem, dass man den Körper einfach wirklich gut und regeneriert an den Start bringen kann. Genau, die Ernährung wäre jetzt auch schon unser dritter Tipp. Also es ist ganz wichtig, dass man sich ausgewogen ernährt. Das heißt jetzt nicht, dass man sich alles verbieten sollte, sondern dass man halt darauf achtet, dass man sich vitaminreich, proteinreich und kohlenhydratreich ernährt, dass man dem Körper alles gibt, was er braucht. Genau, das waren so unsere Tipps. Zum Schluss stelle ich nochmal meine Erfahrungen von meinem ersten Marathon vor, die ich so gemacht habe. Es war ein 12-Wochen Trainingsplan ungefähr. In der Zeit sind meine Unterdistanzleistungen in Form von 5 und 10 Kilometerlauf gut geworden, aufgrund der vielen Grundlagen, Ausdauertraining, viele lange Läufe. Habe ich Wert drauf gelegt, hat für mich für die 10 Kilometer sehr, sehr viel gebracht. Am Tag des Marathons bin ich leider, was für mich auch noch schwer war, was auch ein großer Tipp ist, geht nicht zu schnell an. Wirklich, die Strecke ist lang genug und das Adrenalin kickt am Anfang sehr stark. Und das beflügelt euch und ihr denkt, ihr könnt und könnt. Und das wird euch irgendwann ein bisschen heimgezahlt. Lasst es lieber ruhig angehen. Denkt dran, ankommen ist gerade beim ersten Marathon die große Devise. Lasst euch lieber feiern und genießt das Feeling, dass ihr den ersten Marathon besteht. Wenn ihr das geschafft habt, könnt ihr euch immer noch Ziele setzen und sagen können, wir wollen unter 3 Stunden, unter 4 Stunden oder wie auch immer laufen. Aber wichtiger erst einmal ankommen, das Erfahrung mitnehmen, das Feeling mitnehmen. Genau, das waren so unsere Tipps, Tricks, meine Erfahrungen. Ich hoffe, ihr konntet ein bisschen was mitnehmen, ein bisschen was umsetzen und auch ein bisschen was besser machen. Und wir sehen uns vielleicht ja schon beim nächsten Marathon. I'm just playing with y'all. Yeah, you know I had to keep it going. Kick rhymes that blow minds from C4. Real, recognize real, and you looking for.